Als ein kleiner Junge mit einem Kopf voller weißer Haare geboren wurde, befürchteten die Ärzte, dass seine Gesundheit durch eine Grunderkrankung bedroht war und behielten ihn für umfangreiche Tests im Krankenhaus. Aber Monate später konnten sie seinen Eltern endlich die Wahrheit mitteilen und die Enthüllung war wirklich schockierend. Als die vierköpfige Familie an diesem Morgen in ihr Auto stieg, hatten sie den beiden älteren Geschwistern bereits erklärt, dass Mama ein Baby bekommen würde. Die Kinder freuten sich riesig auf ihren Bruder und stellten sich während der ganzen Fahrt zum Haus ihrer Großeltern vor, wie der kleine Benz wohl aussehen würde. Aber was Mama und Papa sahen, als der Arzt das Baby zur Welt brachte, übertraf ihre kühnsten Erwartungen. Benz wog 11 Pfund, also fast 5 Kilo, und sein lauter Schrei verriet den Eltern, dass er eine gesunde Lunge hatte. Aber der besorgte Blick des Arztes sagte ihnen auch, dass etwas nicht stimmte. Der Mediziner flüsterte der Krankenschwester etwas zu, die den Jungen von Kopf bis Fuß in ein Handtuch hüllte. Sie erlaubten der Mutter, das Neugeborene ein paar Minuten lang zu halten, bevor sie es zum Säubern wegbrachten. Doch die Eltern merkten sofort, dass die Ärzte etwas verheimlichten und drängten den Arzt, ihnen gegenüber offen zu sein, anstatt ihnen wichtige Informationen vorzuenthalten. War ihr Baby gesund? Warum sah er so besorgt aus und warum flüsterte er, als er mit der Krankenschwester sprach? Erst als Benz gewaschen wurde und die wahre Farbe seines Haares zum Vorschein kam, verstanden seine Mutter und sein Vater, warum der Arzt so schockiert gewesen war. Ihr kleiner Junge hatte einen silbernen Haarschopf, der ganz und gar ungewöhnlich war. Außerdem war die Farbe seiner Haare völlig unnatürlich. Der Arzt war offen zu den Eltern und sagte ihnen, dass er sich nicht sicher sei, ob der Junge völlig gesund sei. Sie müssten erst ein paar Tests machen. Einige der Ärzte vermuteten, dass der Junge an Albinismus leiden könnte, das heißt an einem Mangel an Melanin. Dieses Pigment ist für die Farbe unserer Haut, Augen und Haare und Augenbrauen verantwortlich und sein Fehlen führt zu blassen Menschen mit hellen Augen und weißem Haar. Leider wirkt sich der Albinismus nicht nur auf das Aussehen einer Person aus, sondern kann auch zusätzliche gesundheitliche Probleme verursachen. Wenn die Haut den Strahlen der Sonne ausgesetzt ist, hat sie keinen natürlichen Schutz gegen UV-Strahlung. Die Ärzte schlugen vor, eine DNA-Probe zu nehmen und an ein Labor zu schicken, da dies die einzige Möglichkeit sei, ihre Diagnose zu bestätigen. Körperlich erfüllte der Junge die Kriterien für Albinismus. Die Eltern stimmten den Test zu und warteten gespannt auf die Ergebnisse. Für Mama und Papa sah ihr Junge aus, als sei er kerngesund. Nachdem ein Kinderarzt den kleinen Benz untersucht hatte, sagte er auch, dass er keine medizinischen Probleme bei dem Baby gefunden hatte, fügte aber auch hinzu, dass seine Diagnosen nur durch eine körperliche Untersuchung gestellt wurden. Er forderte die Eltern auf, lieber auf Nummer sicher zu gehen und das Krankenhaus alle notwendigen Tests durchführen zu lassen, bevor sie das Krankenhaus verließen. Trotz all dieser Bedenken bat die Mutter darum, etwas Zeit mit ihrem Baby außerhalb der Intensivstation zu verbringen. Sie wollte ihn einfach nur halten und füttern, und da Benz nicht an irgendwelche Maschinen angeschlossen war, war sie der Meinung, dass er von Haut-zu-Haut-Kontakt nur profitieren würde. Unabhängig von der Meinung anderer Menschen fand sie, dass ihr kleiner Junge sehr hübsch war. Ja, er sah definitiv anders aus, aber sie wusste, dass sie ihn, was auch immer von diesem Tag an geschehen würde, nach besten Kräften lieben und umsorgen würde. Später am Abend lernte Benz seine beiden anderen Geschwister zum ersten Mal kennen. Als sie ihn sahen, konnten sie nicht umhin zu sagen, dass ihr kleiner Bruder ein bisschen wie eine weiße Maus aussah. Dieser Moment der Ehrlichkeit löste die Spannung im Raum und sie lachten alle eine Weile. Nach einer Weile im Krankenhaus teilte Dr. Soltan Kummer den Eltern mit, dass sie den Jungen am nächsten Tag mit nach Hause nehmen konnten. Benz war bei guter Gesundheit und erst wenn die DNA-Ergebnisse vorlägen, würde man über das weitere Vorgehen entscheiden können. Bis dahin wurden die Eltern aufgefordert, ihren Jungen auf seltsame Symptome hin zu beobachten und ihn aus der Sonne zu halten. Doch als Mama und Benz am nächsten Morgen aufwachten, schien es, als würde der Junge nach Luft ringen. Die Ärzte untersuchten das Baby sofort und stellten fest, dass sich in seiner Lunge Flüssigkeit angesammelt hatte. Benz musste noch ein paar Tage im Krankenhaus bleiben. Später an diesem Tag teilte der Arzt den Eltern mit, dass die Ergebnisse des Albinismus-Tests zurückgekommen waren. Seltsamerweise hatte die Untersuchung bestätigt,
dass der kleine Benz doch nicht an dieser genetischen Störung leidet. Obwohl die Ärzte über diese Nachricht erleichtert waren, waren sie einer Antwort keinen Schritt näher gekommen. Obwohl viele Babys mit hellen Haaren und Augen geboren werden, die sich später dramatisch verfärben können, schien es keine Erklärung für Bens Tat zu geben. Während sich Melanin im Laufe der Zeit sowohl in den Haaren als auch in den Augen vermehren und die Farbe verändern kann, fehlten die Pigmente in den Haaren und Augenbrauen des Jungen völlig und der Arzt glaubte, dass er nie welche produzieren würde. Während sie dem kleinen Baby Antibiotika gaben, um die Lunge zu reinigen, wurde ein Psychologe beauftragt, mit der Mutter zu sprechen. Sie versuchten herauszufinden, ob sie während der Schwangerschaft unter ungewöhnlichen Stressbedingungen gestanden hatte, was erklären könnte, warum Benz mit so hellem, silbrigem Haar geboren worden war. Diese Diagnose wurde jedoch abgelehnt, da die Mutter beteuerte, dass sie während der gesamten Schwangerschaft sehr entspannt war. Die Ärzte blieben ratlos. Ein Arzt schlug vor, dass ein Mangel an Vitamin B12 oder eine Mutation der Haarzellen die Ursache für seine extrem weißen Haare sein könnte, aber das waren nur Vermutungen. In der Zwischenzeit schien die Flüssigkeit in der Lunge des Babys nicht mit langfristigen medizinischen Problemen in Verbindung zu stehen, und nachdem die Familie nach der Geburt etwa 2 Wochen im Krankenhaus verbracht hatte, durfte sie mit Benz nach Hause gehen. Die Ärzte sprachen sich dafür aus, weiter nach der Ursache für das ungewöhnliche Aussehen des Jungen zu suchen. Nach einem Monat umfangreicher Untersuchungen riefen sie die Eltern schließlich ins Krankenhaus. Alle Tests, die sie durchgeführt hatten, hatten ihnen die Antwort gegeben, nach der sie gesucht hatten. Und da es so lange gedauert hatte, bis die endgültige Prognose feststand, wollten sie beide Eltern dabei haben, als sie die schockierende Wahrheit enthüllten. Der kleine Benz war einfach ein ungewöhnlicher und selten aussehender hübscher kleiner Junge. Die Tests bestätigten, dass der Junge kerngesund war und lediglich eine unglaublich seltene Haarfarbe hatte. Seine hellen Augen enthielten eine kleine Menge Melanin, was bedeutete, dass sein Körper tatsächlich in der Lage war, das Pigment zu produzieren. Die Ärzte gingen davon aus, dass sich seine Haarfarbe mit der Zeit ändern würde, wenn mehr Melanin in seinem Körper produziert würde. Die Eltern konnten sicher sein, dass ihr Junge eine strahlende und gesunde Zukunft vor sich hatte. Mit einem letzten Seufzer der Erleichterung ging die Familie von Benz ein für alle Mal nach Hause und wusste, dass ihr kleiner Märchenprinz in der Tat der außergewöhnlichste Junge war, den sie je getroffen hatten. Was für eine schockierende Enthüllung! Hast du erwartet, dass das Ergebnis so einfach sein würde? Hast du in deinem Leben schon einmal ein anderes Baby mit so hellem Haar gesehen? Sag es uns in den Kommentaren unten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.